Treibstofflager ist entriegelt. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. Schwerelosigkeit aktiviert. Hammond, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. CEC war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, hm? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte, der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Schwerelosigkeit deaktiviert.
Tod des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Der Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genese-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth, damit wir hier runterkommen. Bestätigt.
Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich.
Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Isaac, es ist geschafft. Die Shimura bewegt sich. Wäre hier jemand die Triebwerke ganz gelassen, hätten wir uns das sparen können.
Du hast uns genügend Zeit verschafft. Der Autopilot fliegt uns in eine geostationäre Umlaufbahn. Warte, du fliegst uns durch die Abbautrümmer? Dafür haben wir das Asteroidenabwehrsystem. Aber das AAS ist offline. Ich habe die Systemanzeigen hier. Ahmed, die Ishimura ist ganz schön ramponiert. Es fehlt nicht mehr viel und sie ist hinüber. Scheiße. Daniels, gib mir alle Daten, die du hast. Ich versuche, den Kurs anzupassen. Nimm die Monorail vom Maschinenraum aus. Triff mich auf der Brücke. Ich hebe die Abriegelung auf. Wir müssen zusammenarbeiten.
Nächster Halt, Brücke. Isaac, ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Der Ishimura Hammond oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf, uns zu verarschen. Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja, das passt. Und der Verlust meines Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey, Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captain's Kabine. Daniels? Schön. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Freigabe der Stufe 2 erforderlich. Freigabe der Stufe 3 erforderlich. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren.
seinem Gesicht. Bilde ich mir das ein? Das ist Chen? Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ja. Ich sollte... Was sagst du? Kapsel 47 gestartet. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und Johnson auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für sie. Ja. Na los, die AS-Kanonen. Ich kann diese Position eine Weile halten, wenn keine Asteroiden mehr einschlagen. Hier, die Stromzufuhr zum AAS ist defekt. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Isaac, was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Tja, Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Deine hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Und Isaac, ich habe da oben was gehört. Etwas Großes. Pass auf dich auf.
Freigabe bestätigt. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen. Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Ja. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verletzten Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie...
Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht. Wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! Atriumaufzüge sind jetzt online. Auf dem Boden vor dir. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst.
bestätigt. Bestätigt. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen.
verschwindet im Vakuum. Endete Vakuum.